Ja, da sind wir wieder bei Dark Souls 2. Hier in Majula, oder wie auch immer das heißt. Ja, Majula heißt das. Sitzen wir noch an unserem schönen Leuchtfeuer. Aber heute sind wir ja nicht alleine, denn ab heute Stell dir spielen wir mal, es ja zu zweit. Denn neben mir sitzt ja noch jemand. Wer sitzt denn neben mir? ja, das ist der Timon und ich gehe mit Jonas in eine Klasse und wir zocken heute mal ein bisschen Dark Souls 2 zusammen. Ja, ich würde sagen, als erstes gucken wir uns erstmal ein bisschen Majula hier so an. Okay, das ist verschlossen. Zwei NPCs haben wir uns ja schon angeguckt, den da oben am Leuchtturm, wo auch die Tode standen. Und die nette Frau hier, bei der ich herausgefunden habe, bei der können wir auch dann hochleveln. Genau, also wo wollen wir als nächstes hin? Ja, ich gucke jetzt erstmal hier so ein bisschen die Ja, ich gucke mir schon mal die NPCs unterschiedlichen an. Gänge an. Okay. Damit wir ungefähr wissen, wo es lang geht. Oh, hey. Warte mal. Und ich muss auch. Unbedingt muss ich ein Schild finden, weil ich halte es nicht aus, dass ich nicht blocken kann. Oder wir holen das einfach vom Schmied. Ach, da warst du noch gar nicht. Nee, da gucken wir mal. Hier sind schon überall diese Todesflecken, die sehe. Da sieht man, kann ich mal zeigen. Huch, wenn ich darauf gehe, dann sehe ich, wie da jemand gestorben ist. Weil ab heute machen wir auch online. Weißt du, woran mich dieser fette Brunnen erinnert? Woran? An 300. Ey, ohne Scheiß. Ich bin da letztens reingesprungen. Guck dir mal den Abstand da an. Man stirbt und verreckt einfach, wenn du da runterspringst. Ich dachte, man schafft das locker, aber irgendwie ist man richtig Wie, schnell was ist das? tot. Ha! Oh, ja, du verreckst jetzt sowieso. Wieso? Kriegst du nicht kalt. Es ist da aber runtergesprungen. Was Wie sind denn jetzt? das? Ich weiß nicht, irgendwelche Ameisen oder so. Aua. Hey! Die sind Ich richtig, kann die nicht ja, angreifen. die sind doch richtig overpowered. Aber warte, ich frage mich gerade, Oh ob ich dich Gott, jetzt halten die schon. viel aus. Komm, spring da Weil in auch in diesem den Dorf kann Brunnen. man ja wahrscheinlich nicht invasionieren, ne? Das ist wieder so ein Nö, Safe-Point. glaube ich auch nicht. Wir gucken uns erstmal, was haben wir denn hier noch so? Geht's hier rein? Ja, auch verschlossen. Wahrscheinlich kommen dann später die ganzen NPCs hin, die Warst wir uns nach du. und nach freischalten. Ja, geh mal da rein, da ist der. Ja, wirst du jetzt sehen. Hallo, wer bist denn du? Hallo da. Okay, ich guck schon mal, was es so Welcome gibt. to my shop. Solltest vielleicht nicht labern, wenn da gerade jemand labert. Ups. Ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich gleichzeitig auch noch Er labert spiele. immer noch. Ups. Aber wozu gibt es den Er labert Untertitel? immer noch. Use the business. Aua. Stell dir vor, das Ding macht deinen Schmied gleich kalt. Oh Gott, ich greife bestimmt diesen Schmied an gleich. Mann, ich mag das Ding nicht. Was kann man denn hier so kaufen? Mal gucken. Okay, so ein Schild werden wir uns dann auch Hey, wahrscheinlich ich habe bald auch drei holen. Schilder. So. Von dem ersten, was wir so. Wie kann ich denn hier rübergehen jetzt? Umschalten? Nee. Ah, so. Und hier auch Rüstung, okay. Wahrscheinlich werden wir uns von den ersten 1200 Seelen. Dann erstmal. Oh, jetzt, ob hier hinten noch irgendwas ist. Nee, ist es nicht. Da werden wir uns dann erstmal das erste Schild gleich holen. So, Wir bekommen okay. erstmal 1500 Seelen. Ist gar nicht so Ja, leicht. 500 habe ich ja schon. 1200 kostet das billigste, oder? Ja. Und dann gucken wir jetzt mal hier hoch. Was haben wir denn hier oben so? Von da kommen wir, ne? Hier lag der Ja, Rauch okay, doch, ich das würde habe mal ich schon. vorschlagen, dass wir jetzt wieder ein Stück zum Tutorial gehen und dann rechts da in diesen Wald rein. Weißt du, was ich meine? Nein. Hier, guck mal eben bei mir rauf. Okay, ich sehe. Hier rein, rechts dieser Gang. Wo ist denn dann Gang? Oh, da, warte. Hier. Da, Wo? wo diese Äste sind. Von da kommt man, wenn man aus dem Nein, kommen wir Tutorial nicht. kommt. Nein, geh da mal rein. Stimmt, man kommt von da. Oh, okay, dann gucken wir da mal rein. Was denn da so auf uns wartet? Bestimmt nichts So. Nettes. Folgen wir diese Also, Viecher eigentlich auf immer jeden noch? Fall sieht es schon mal friedlich aus. Ich mag die Umgebung auf jeden Fall. Ist irgendwie nicht so düster wie in Dark Souls 1. Ja, noch nicht. Hier ist ja auch noch der Anfang. Da war das auch noch nicht wirklich Naja, am düster. Anfang, na klar, wir sind doch in diesem komischen Gefängnis Ja, aufgewacht. das war das Tutorial. Das Tutorial war hier auch nicht viel Na gut, undüsterer. okay, stimmt, hast recht. Okay. Ist hier irgendwas? Kann man da hoch? Bestimmt nicht, oder? Nee, natürlich nicht. Da leuchtet doch schon irgendwas Blaues. Hallo? Lesen.
Heißt doch scheißegal, wir können nur labern gehen. Der labert, oder? Ich kann doch alles mitlesen. Ach, Timon? Ja? Nein. Doch. Nein. Okay. Den labert aber so ewig. Ja und? Ja, ich gehe schon mal weiter. So. Sagt jetzt immer das Gleiche oder was? Ja, keine Ahnung, ich habe eh nicht gecheckt, was er sagen wollte. Okay, er mag mich wohl noch nicht. Ah. Geh nicht rechts in die Tür rein. Nein, nein, nein. Okay, dann gehe ich da jetzt. Doch, ich gehe da rein, das möchte ich gerne mal zeigen. Ne, der ist viel. Ich heile mich aber vorher, weil ich schon gesehen habe, was da jetzt kommt. Nein, nein! Oh Gott. Oh Gott. Pippi, kommst du auch raus? Oh Gott, ich glaube, wir sind noch ein bisschen zu schwach für dieses Gebiet. Nein! Geh weg. Oh Gott, ich kann ja nicht blocken. Scheiße. Oh, nein, dann kommt's da. Oh, oh, ich will hier weg. Ich würde an deiner Stelle okay, abbauen. Okay, den kriege ich klein, den kriege ich klein. Kriegst du nicht. Ah, ich hab mal einen. Aua! Scheiße, er macht Giftschaden. Ja, ich weiß. Scheiße. Wo kommt denn der? Okay. Ah, ich krieg ihn klein, ich krieg ihn klein. Ich hab ihn. Okay, du machst ja Schaden als ich. Okay, ich hab ihn klein gekriegt. Er hat mir. Oh, Junge, das ist eine richtige Familie. Nicht? Warum sind bei mir zwei? weil die andere Tür auch aufgegangen ist bei dir. Oh, er ist eine Familie. Wow! Er kämpft. Wow, was ist der denn für ein Arm? Was hat denn der für einen Arm? Was ist das denn für. Ja, der hat einen Knüppel. Der hat einen Knüppel. Das ist ein Knüppel? Ich dachte, das wäre das Kind von denen. Das Kind? Das sah jetzt aber aus weg. Wie so eine Familie. Egal, okay, Oh, okay. Okay, geil, ich bin nicht verreckt. Hä, warum ist denn bei mir die zweite Tür auch aufgegangen? Aua, ah! Wie unfair das hier ist. Komm, nimm so ein. Oh, renn weg! Oh, oh, nein! Oh. Magievorteile, ne? Oh, du. Magier, ey. Ich hätte ja auch Magier genommen. Ja, jetzt weißt du, wie das in Dark Souls 1 für mich war. Aua, ah! Ey, oh, nein, vergiftet! Du Hund, tot. Gut, das war dann der zweite Tod in diesem Let's Play. Geil, ich guck schon mal, wie es weitergeht. Vielleicht sollten wir woanders lang gehen erstmal. Nein, warte. Oder wir gehen durch die Tür. Warte, ich guck mal eben kurz. Okay, wir können das sowieso noch nicht weiter. Okay, dann suchen wir nochmal einen anderen Weg. Willkommen bei Dark Souls. Ich hab die jetzt erst gekriegt, die Trophäe, weil ich jetzt einen neuen Charakter erstellt hab. Ich find's irgendwie komisch. Ich rede gerade mit den Leuten. Ja? Ja. Und ich bin gerade ganz schön. Ja, ich möchte aber gerade den Leuten was erklären. Ich habe jetzt diese Trophäe trotzdem noch mal gekriegt, weil ich ja einen neuen Charakter erstellt habe und im Tutorial diesmal nicht gestorben bin, weil ich ihn gar nicht erst versuchte, den fetten Kloß. Ja, und deswegen habe ich die jetzt gerade erst gekriegt, die Trophäe. Ja, welchen fetten Kloß? Achso, das ja. DNA. Ich habe erst gehofft, es wäre ein Miniboss. Na, ist ja auch ein Miniboss wahrscheinlich, oder? Nee, glaube ich eher nicht. Also, man hat ihm ja relativ viel Schaden gemacht. Aber ich finde es komisch, dass es keinen Endboss im Tutorial gab. Ja, stimmt, das war anders als sonst in Dark Souls. Das ist nicht Dark Souls typisch. Wobei es bei Demon's Souls ja. Doch, da gab's ein End. Stimmt, da gab's ein End. Ich habe irgendwie gerade keinen Plan, wie wir lang sollen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Untersuchen. Wo Richtung bewegt sich nicht? Wir eiern gerade richtig rum. Ja, kannst du ja ein bisschen umgucken. Ja, geh du mal da unten lang. Ich guck mal woanders. Ja, okay, hier kommen wir. Ah, das dreht sich wahrscheinlich später. Okay. Mal gucken. Ich habe keinen Plan. Links oder rechts? Okay, hier lang. Jetzt die Wendeltreppe. Oh Gott, wo geht's denn hier lang? Das habe ich vermisst. Das konnte man bei Dark Souls ja nicht mehr so schön erkunden und so. Es ging bei Demon's Souls ging's ja auch schon nicht mehr. Oh, hatte ich gerade Angst, dass es eine Mimik ist. Oh Gott. Das ging ja bei Demon's Souls ging's ja auch nicht, weil das waren ja einzelne Level und nicht mehr so eine einzelne offene Welt. Deswegen konnte man da ja nicht so viel, also man kann schon noch ziemlich heftig erkunden, aber halt nicht so viel. Ich glaube, das ist giftig, das Wasser, oder? Ja, ich glaube, ich weiß, wo es weitergeht. Sieht ziemlich giftig aus. Hallo? Oh ne, es ist nicht giftig. Da kommen wir wahrscheinlich, kann man da durchrollen? Nee, kommt man nicht. Okay, da kann man nicht durchrollen. Ach, scheiße. Mann. Geht's hier auf? Nee, geht's auch nicht. Ja, geil. Okay, hier geht's also auch nicht. Kann ich da rüberspringen? Ich habe gerade keinen Plan, wo es weitergehen soll. Also ich bin da nicht durchgekommen. Rübergesprungen, ob hier irgendwas ist. Kann sich hier vielleicht durchbacken. Okay, kann man auch nicht. Ey, weißt du, ob man das umstellen kann mit dem L3, dass man
Ja, kannst du in Optionen umstellen. Okay, das kann ich vielleicht auch gleich gerade mal kurz machen. In Optionen. Warte mal. Optionen, Optionen, Spieloptionen. Und zwar hier geht das nämlich. Sprung, ah, okay, Knopf, Kreis. Okay, habe ich noch Kreis wieder. Okay, so ist es auch schon so, eindeutig einfacher. Okay, wir sollten jetzt mal irgendwo anfangen. Ah, ich habe gefunden. Ziehen. Ach so. Okay. So, jetzt bin ich ja gespannt, wo es hier lang geht. So, mal gucken, was hier hinter ist. Bestimmt. Oh Gott. Ich hasse Kanalisation. Das sind die schlimmsten Gebiete. Ja, du bist schneller mit durch, wenn du es jetzt machst. Ja. Okay. Aber ich finde es komisch. Liegt hier? Dass man jetzt nicht weiß, wo man hin soll. Verbrochenes Diebesschwert. Das wird wahrscheinlich nicht besser sein. Ich gucke schon die ganze Zeit auf den Bildschirm. Ich hasse das so. Ja, ich bin auch mal verleitet, auf deinen zu gucken. Das wird auch wieder etliche Tode geben. Und weißt du, was mich am meisten irritiert? Dass auf deinem iMac da auch noch dein Bild ist. Heiliges Flammenturm, heilige Scheiße. Was geht hier ab? Das sieht geil aus. Oh Mann, jetzt spoilerst du mich schon. Ich hasse das so. Das sieht nicht gut aus da. Warte mal, warte mal. Ja, okay, mach schon mal. Den kriege ich nicht klein ohne Schild. Locker. Ne, nicht ohne Schild. Ah, ich frag mich, was die sich dabei... Junge, guck dir an, wie fett der ist! Ja, läuft bei ihm, ne? Boah! Okay, ich mach dem viel Schaden. Viel? Nee, ehrlich? Doch, so. Halt relativ viel für das Level gerade so, ne? Erinnert mich an diese komischen Steintypen, damals bei Dark Souls 1 in dem Raum waren. Und an die richtig fetten Oschis da, an die Riesenrüstung da in Anor Londo. Oh ja. Also irgendwie so eine Mischung aus den beiden. Weil der ist viel agiler als diese Steinmenschen. Ui, ich mach dem fast gar nichts an Schaden. Doch, es geht. Ich habe ihn schon zur Hälfte klein. Er hat mich erst einmal getroffen. Ich mach dir mit Magie auch überhaupt nichts. Ja, du bist ja auch ein Cheater mit Magie da. Ja, Junge... Es geht, ich hab ihn gleich tot. Soll ich ihn mit dem Dolch abstechen oder was? Oh, oh, oh. Heilstein. Heil dich mal. Okay, hoffentlich heilt er sich jetzt nicht. Okay, er ist gleich tot. Noch einmal schlagen. Ja, Alter, tot. Mann. Ich hab ihn. Das zieht mir so viel ab. Okay, 100. 400. Okay, 400 läuft. Nee. Doch, das ist oh, nicht schon mal ganz geil. Oh Gott. Wieso? Ach nee, ich dachte gerade. Oh. Nee, habe ich gerade falsch geguckt. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um, was hier noch so abgeht. Okay, da ist nichts. Da sind wieder... Oh! Den habe ich nicht gesehen. Heilige noch Scheiße. Einer. Oh, der hat aber eine fette Keule. Oh Mann. Der hat aber eine richtig fette Keule, der Kerl. Oh Gott, wahrscheinlich kommt gleich noch einer. Ich bin immer noch... Boah! Nein, er hat mich nochmal getroffen. Heilstein. Junge, der kann aber ganz schön schnell zuschlagen mit seiner fetten Keule. Okay, ich hab den auch fertig gemacht. Boah, scheiße. Das ist echt heftig ohne Blocken. Oh, ich muss mir erstmal das Spielsystem hier... Nehmen. Ich auch. Ich hab ohne das lange nicht mehr Dark Souls gezockt. Ja, höchstens Demon's Souls halt, ne? Ja, aber irgendwie ist es bei Demon's Souls nochmal anders. Ja, natürlich ist es ja auch nochmal ein anderes Spiel. Junge, oh Gott, ich hab ihn noch einmal! Das war knapp! Oh! Okay. Junge, wie soll ich den denn schaffen? Der hat was gedroppt. Nee, was? Edler Knochenstaub. Nice. Okay, gucken wir uns gleich mal am besten an, wenn wir alles fertig haben hier. Junge! Zieht der mir viel ab. Seele ist namens unserer Daten und Menschenbild. Okay, das Menschenbild müssen wir auch nochmal herausfinden, was Junge, das genau ist. Das hat keinen Zweck bei mir. Kein Swag. Oh nein, da ist noch einer. Ich Ey, wir sind halt noch lange nicht für dieses Gebiet. Ja, locker, Alter. Hallo? Natürlich. Alter, ich auf jeden Fall nicht. Ich auf jeden Fall. Ja, viel Spaß. Der ist auch einfacher. Ja, kann ich ihn auch runter... Warte, ich muss mal eben... Ja, ich hab ihn runtergeschubst! Nee! Doch, er ist runtergefallen. Also, ich hab ihn nicht runtergeschubst. Okay, ich hab schon 1200, ich hol mir jetzt das Schild. Leute, Tagesmann. Ja, super. Ich muss mal eben gucken. Da hinten sind mir zu viele, ich geh jetzt zurück und hol mir das Schild. Ich hab ja noch ein paar Seelen, die ich einsetzen kann, damit ich nochmal extra Seelen unten kriege. Dann kann ich mir vielleicht schon ein heftigeres Schild gleich holen. Warte, wo hab ich das Schild her? Ich hab ein Schild, Jonas. Wo hast ich hab ein Schild. Warte, ich guck gleich mal, ob ich auch eins hab. Warte, du musst eins haben eigentlich. Nicht unbedingt. Nein, Ausrüstung. Ich kann das Schild nicht halten, weil ich nicht stark genug bin. Doch, ich hab's auch. Wie viel braucht man? Hey, Junge, warum kann ich das nicht halten? 6 bei Stärke. Kann ich das halten wohl? Junge, jetzt guck dir das Mini-Teil an, ich kann's nicht halten. Ich kann's halten.
Ach, fick dich doch. Aber wie viel. Ich muss und mal ich hab kurz sogar schon einen Stärke geskillt. gucken, wie viel er denn abhält. Hält er 100% ab oder? Das ist wieder lustig, ey. Oh Gott, wo steht denn das jetzt? Oh, das wird jetzt aber kompliziert hier. Oh, das ist ja ganz anders als ey, bei das Dings. Ist doch so eine Verarsche, ich kann nichts halten. Wo steht denn das? Das steht da nicht. Naja. Gott, Hilfe, okay. Ey, eine Frage. Wie viel füllt der Lebensstein wieder auf? Das ganze Leben, oder? Warte, bewegt jetzt seine Tempo. Balance, körperliche Abwehrschlag, Abwehr, aha. Jo, wahrscheinlich 7. Ich glaube, es funktioniert es anders und nicht mehr mit diesen Prozentzahlen, sondern wie viel Schaden das Ding abblockt. Ah, okay. Also funktioniert es wahrscheinlich anders jetzt. Bei Dark Souls war es sowieso, da hat irgendwie jedes Schild 100% und ein paar hatten nicht, ein paar hatten nicht 100% und jedes, was nicht 100% hatte, konnte es eigentlich schon in eine Tonne kloppen. Stimmt. Und hier ist es dann jetzt, hier ist es dann jetzt also ein bisschen anders. Ich komme nicht mehr zurück. Aber eins fand ich geil, dass manche Schilde. Manche Schilde haben auch die TP wieder regeneriert. Ja, das ist ja schön, aber ich komme nicht mehr zurück. Finde ich auch richtig schön. Ich nicht. Ah, hier ist der Hebel. Okay. Wo bist du schon wieder? Ja, ich gehe jetzt gerade zurück. Hast du jetzt schon 3 von diesen fetten Typen besiegt? Ja. Ich hänge immer noch am zweiten. Ich krieg den, der geht nicht. So, durch hier. Jetzt schnell wieder zum Spawn und dann erstmal nach Majula. Und dann erstmal merken, wo wir blank gegangen sind. Dann holen wir unser Schild und dann beenden wir den Part. Hey, hast du das Bonfire gesehen? Nee, das kommt erst später noch. Das oh, da war ein Bonfire. Okay, das ohne Scheiß. Holen wir dann im nächsten Part. Hä? Was ist denn für eine Verarsche? Das ist aber ganz schön nah dran. Das ist oh aber, nein. Das ist aber ziemlich ich untypisch. Fast aktiviert. Das wäre. Nein, ich hab's aktiviert. Aber ich glaube, das ist auch so ein so eine Stelle, wo man sehr gut Seelen farmen kann am Anfang. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Weil die bringen ja wirklich einiges, diese Viecher da. 400 für den Anfang ist schon richtig üppig. Okay, wo geht's lang? Okay, so eine kleine Kathedrale. Merke ich mir. Da war der Schmied, ne? Ja. Aber eins frage ich mich, ob diese fetten Teile aus dem Tutorial respawnen. Ich guck mal kurz, was der hier für Schilde hatte. Aber vielleicht behalten wir das auch erstmal. Okay, das ist so ein... Alter! Okay, die können wir sowieso alle noch nicht tragen. Wobei so ein Großschild echt geil wäre. Aber, naja, wir behalten jetzt erstmal unsers und leveln lieber davon noch ein bisschen ab, von den Seelen, die wir haben. Erstmal wahrscheinlich in Vitalität und in Kondition, weil Dex haben wir mittlerweile genug. Das ist ja, relativ ich weiß genug. Noch nicht. Ja, ich muss hier immer Gieß Ausrüstung, geben. Packen wir kurz in die untere Leiste. Packen wir, wo ist es denn? Da die Seele rein. Und dann packen wir da noch die Seele rein. So, wir nutzen die. Zack. Okay, ich gehe durch den Nebel. Wir nutzen noch eine. Endgegner. Ja, Boss. Ach, okay, im nächsten Part werden wir dann Boss bekämpfen. Oh Mann, ey. Ein ganz schön tot. Heftiger Boss. Nein, ich glaube, der ist nicht so heftig. Jetzt leveln wir erstmal. Also, ich bin tot. Hallo, ich möchte gerne leveln. Ja, jetzt steh auf, mach schneller, du. Schneller. Oh mein Gott. So, aussteigen. Jetzt geht's los hier. Jetzt gucken wir uns mal das Levelsystem an. Wir werden erstmal, Vitalität haben wir nur 4. Ja, ich weiß, das ist irgendwie Alter, komisch gemacht. Ja, das habe ich gesehen, weil die anderen Charaktere hatten deutlich mehr, schon teilweise 12 und so. Ah, jetzt werden wir erstmal, okay, wir können insgesamt 3 Level vergeben. Das werden 2 da rein und einen Konditionen bestätigen. Ja. Was? Oh Gott, nein, ich bin ja hier wieder. Nein, hier war ja mein Bonfire. Okay, jetzt sehen wir schon, die beiden Leisten oben sind deutlich größer geworden. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal und Timon wahrscheinlich auch. Ja. Wahrscheinlich auch. Okay, dann. Okay, den Part werden wir jetzt auch gleich schneiden und hochladen. Genau. Also, dann freut euch darauf schon mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.